Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und wer ich bin, spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Keine Sorge, ihr seid hier auf gar keinem problematischen Kanal gelandet, sondern ich lade ein, sich Gedanken zu machen, etwas kritisch zu hinterfragen, kritisches Denken anzuwenden. Und mir ist mal wieder etwas aufgefallen. Mir sind mehrere Social Media Postings in die Timeline gespült worden, über die ich mit euch gerne einmal sprechen möchte. Ich hatte ja im letzten Video schon über Temu gesprochen, diesem Konsumwaren-App-Ding da, was jetzt auch von ARD beworben wird im Rahmen der Europameisterschaft. Und generell Konsumsucht ist in letzter Zeit ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige. Spielt ja auch zusammen das generelle Thema Ressourcenverbrauch und auch CO2-Ausstoß und so weiter. Und sehr häufig findet man ja irgendwie Clips, die auch in diese Richtung spielen, die einen irgendwie ein bisschen aufwühlen. Ich hatte es auch in der letzten Sinans-Woche-Show. Wir gucken mal ganz kurz rein, da ging es um dieses Video hier. Mit welcher Maschine bist du gekommen? Das ist eine gute Frage, mit der die hier steht. Das ist von meinem Papa. Ist Ihnen das bekannt, dass Menschen, die mehr Geld haben, potenziell mehr verbrauchen als Leute, die weniger haben? Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Wer mehr Geld hat, ne, der verbraucht auch mehr. Nee, glaube ich nicht. Aber ich hatte das in der Sendung auch, aber es ist lustig, deswegen gucken wir noch mal weiter rein. Warum nicht? Ich glaube es einfach nicht. Den Mund finde ich super. Gut, hier sind zwei Sachen. Also erstens, er hat Unrecht. Also beziehungsweise, was er glaubt, spielt keine Rolle. Man hat es tatsächlich gemessen, man hat Studien durchgeführt und man kann das sehr genau überprüfen und belegen. Das schauen wir uns direkt einmal an. Hier gibt es zum Beispiel diese schöne Studie Wirkungen veränderter Einkommen auf den Ressourcenverbrauch aus dem Jahre 21, also jetzt nicht so alt. Ich habe mir die Studie angeschaut und ja, die Grafiken sind leider gar nicht so gut gemacht teilweise. Also das ist so, dass man die Erkenntnisse dann schon genau durchlesen muss. Manchmal ist es doch hilfreich, irgendwie mal eine klare Grafik zu zeigen, anstatt einfach immer nur Tabellen und Zahlen. Aber wir springen einfach mal zum Fazit, dann weiß man ja ungefähr, was das Ergebnis dieser Studie war. Und da sieht man dann zum Beispiel, wir haben jetzt hier links die verfügbaren Einkommen pro Monat aufgelistet. Bis 1000 Euro, das ist dann der Referenzwert und dann sieht man, wie sich das mit steigendem Geld, was man zur Verfügung hat, eben ändert. Also Ressourcenverknappung, fossile Energieträger in Megajoule gemessen, ne, das ist die Referenz. Wenn du da ein bisschen mehr verdienst, machst du das hier. Wenn du noch mehr verdienst, bist du hier. Und wir sehen dann, ja, jetzt keine große Überraschung, auch wenn der Herr sagt, glaube ich nicht. Ist aber so, Landnutzung steigt, Wasserverbrauch steigt, Energieverbrauch, alles steigt. Oder hier auch in Erderwärmungspotenzial umgerechnet. Also wie man das jetzt darstellt, ob das jetzt das spielt alles eigentlich gar keine Rolle, weil die eigentliche Erkenntnis, die dahinter steckt, ist eben, ja, mehr Kohle, du lebst mit mehr Verbrauch. Also wen das auch wundert, also das glaube ich nicht. Hier finden wir noch ein paar Kernaussagen. Das Einkommen ist zentraler Treiber des Ressourcenverbrauchs. Wie gesagt, no shit Sherlock, das kann man sich dann im Detail alles noch anlesen. Dann auch keine Entkopplung in Sicht. Einkommen und Ressourcenverbrauch gehen weiter Hand in Hand. Und jetzt mit Blick auf diesen Clip könnte man ja geneigt sein zu sagen, ja toll, diese reichen Deppen, die sind schuld. Also je reicher, desto mehr sind sie am Klimawandel beteiligt oder an den Schäden an der Umwelt. Ja, jetzt könnte man das so vereinfacht sagen, aber was ist eigentlich die Konsequenz daraus? Also wir könnten jetzt sagen, wir müssen ihnen das Geld wegnehmen. Okay, dann sind die nicht mehr reich, dann machen die das nicht mehr. Aber das kann's ja irgendwie, also das ergibt ja auch keinen Sinn, weil das Geld ist ja irgendwie da. Also das heißt, selbst wenn wir jetzt mit einem ganz kommunistischen Gedanken an die Sache rangehen und sagen, wir verteilen es um, ja, wir nehmen das denen weg, weil die machen damit ja eh nur Ressourcenverbrauch und schaden damit mehr der Umwelt und wir verteilen das an die geringeren Haushalte. Ja, aber was passiert denn dann? Also dann heben wir die Niedrigverdiener an. Ja,
Und was machen die? Ja, die werden auch Ressourcen verbrauchen. Also den Aspekt holen wir damit überhaupt nicht ab. Klar, wir könnten jetzt eine Gerechtigkeitsdebatte führen und sagen, ja gut, wenn wir den Planeten schon alle gemeinsam vor die Wand fahren, dann soll die Party aber auch für alle offen sein. Okay. Und das Interessante ist, dass dieser Gerechtigkeitsgedanke auch bei Leuten, bei manchen auch eintritt, die selber Geld zur Verfügung haben. Und da gucken wir uns mal einen Clip von Felix Lobrecht an, den ich sehr lustig und amüsant finde. Ist lustig und amüsant nicht dasselbe? Egal. Verhalten der Menschen steuern will, dann ist ja immer die erste Idee, ja, machen wir es teurer. Also wir wollen, dass weniger geflogen wird, immer fliegen teurer. Wir wollen, dass Leute weniger Fleisch essen, immer Fleisch teurer. Was im Endeffekt ja nichts anderes heißt, als für reiche Leute ändert sich nichts und alle anderen dürfen nicht mehr. So, weil ob Sprit 3 Euro kostet oder 1,80, ist mir scheißegal. Also wirklich, es soll jetzt nicht eklig klingen, aber es ist mir egal. Ich achte nie darauf, was der Sprit kostet, so, weil ich Cola habe. Ich tank Super Plus und tank, bis es Duft macht und dann gehe ich bezahlen. So, jetzt könnte man vielleicht kurz denken, ist genauso wie dieser Sylt-Typ, der schert sich einen Scheiß, der tankt Super Plus. Das verrät natürlich auch so ein bisschen, welche Wagenklasse er fährt. und gut, wir wissen jetzt, er hat Geld, das wundert auch eigentlich keinen. Jetzt, wie gesagt, er will aber, glaube ich, nicht zu dieser Sylt-Truppe gehören. Also kommt jetzt ein wichtiger Punkt und das macht ihn ja auch dann so sympathisch. Werde ich auch mal mit Sprit 3 Euro kostet, solange ich es mir leisten kann. Und das ist unfair. Weil das heißt, Reiche müssen nichts an ihrem Leben ändern. Einerseits, andererseits wissen wir aber, dass Reiche einen viel größeren CO2-Fußabdruck haben als arme Leute. So, also das ist auch dann total widersinnig. Und dann hatte ich die Idee. Jetzt ist er ist kurz davor, jetzt bin ich gespannt. Er hat ja schon zwei Sachen richtig erkannt, ja? Und jetzt? Bei bestimmten Themen, damit es für alle gleich scheiße ist und damit dann wieder gerecht ist, uns von dem Konzept der absoluten Preise verabschieden und relative Preise einführen. Das heißt, Preise in Relation zu deinem Monatseinkommen. So, ja, finde ich ehrlich gesagt ja gar nicht schlecht, die Idee. Ne? Also relative Preise, wo gibt es die? Die gibt es zum Beispiel vor Gericht. Wenn man verurteilt wird, dann gibt es diese Tagessätze. Wird meinetwegen wegen Beleidigung verurteilt, 30 Tagessätze zu irgendwas. Und das ist ja dann wirklich einkommensabhängig. Warum das Gericht soll gerecht sein. Also muss man natürlich die Strafe auch abhängig des verfügbaren Geldes irgendwie machen. Also wenn es zumindest um Geldzahlungen geht. Und es gibt auch Länder, wo zum Beispiel das Strafticket ganz, also wenn man zu schnell fährt, ja, das Ticket, was man bekommt, abhängig vom Einkommen ist, finde ich alles total gut. Aber er hatte ja auch den Ressourcenverbrauch angesprochen. Und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass er hier nicht ganz zu Ende gedacht hat. Wir erinnern uns, wenn Felix Lobrecht tankt, dann einfach bis es pff macht, weil spielt keine Rolle, wie teuer das ist. Jetzt macht ein ärmerer Mensch das ja nicht. Und das findet er irgendwie unfair. Und jetzt können wir uns ja überlegen, es gäbe zwei Möglichkeiten, diese unfaire Geschichte fairer zu machen. Also ein Mensch, der nicht so viel Geld hat, der guckt natürlich, wie teuer der Sprit ist. Wann würde er das nicht mehr tun, wenn der Sprit wesentlich günstiger ist? Also wir bringen ihn also in dieselbe Situation wie Felix Lobrecht. Das wäre dann, wenn er, keine Ahnung, 100 mal weniger verdient, dann muss der Sprit auch für ihn 100 mal weniger kosten. Dann interessiert ihn das auch nicht mehr. Ja, was passiert dann? Ja, dann steigt natürlich der Ressourcenverbrauch, weil dann werden ja alle sich so verhalten, wir haben es eben in der Tabelle gesehen, wie es die Menschen ja machen, die ja schon mehr Einkommen haben. Das ist ja ganz logisch. Also du verhältst dich halt natürlich immer so, wie es deine finanziellen Mittel ermöglichen. So, das heißt, wenn wir das günstiger machen für Menschen mit weniger Einkommen, dann haben wir höheren CO2-Verbrauch, dann haben wir also Ausstoß, dann haben wir höhere Ressourcenverbrauch. Was könnte also noch gerecht sein? Ja, in die andere Richtung. Wir machen die Preise für Menschen, die mehr Geld haben, jetzt zum Beispiel Felix Lobrecht, so viel teurer, dass es auch so ist wie für ärmere Menschen. Finde ich einen spannenden Gedanken. Finde ich erstmal in erster Instanz gar nicht schlecht. Also gerade bei Strafen sehen wir ja, machen wir das ja so. Aber hat Felix Lobrecht wirklich überlegt, was er da sagt? Weil, ich sag mal so, also wo ist die Referenz? Wir erinnern uns wieder, die Grafik, also der niedrigste Wert war ja der Referenzwert, wenn wir sagen, das ist die Referenz,
viele Menschen können sich ganz vieles nicht leisten. Also nicht nur, nicht, dass sie sich das schwer leisten können, sondern sie können es sich gar nicht leisten. Und jetzt müssten wir, damit es gerecht zu, ja, damit es gerecht ist, müssten wir die Preise so anheben, dass auch ein Felix Lobrecht das nicht mehr kann. Okay, also weiß er, was er da sagt? Er wäre dann nicht mehr reich, ne? Also finde ich ehrenhaft, wenn er das auch meint, aber kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Also wenn wir das mit den relativen Preisen einfach wirklich mal komplett universal denken, dann ist das im letzter Instanz nichts anderes als alle haben das gleiche Geld zur Verfügung. Klingt fair, natürlich mit dem Leistungsgedanken dann auch wieder nicht ganz, aber es lässt sich nicht so wirklich umsetzen. Hinzu kommt dann noch, was machen wir eigentlich mit dem ganzen Mehrgeld, was eingenommen wird? Weil jetzt könnte man wieder den Gerechtigkeitsgedanken einfließen lassen. Wir verteilen es um, ja. Also, ne, dass die reichen Menschen bezahlen für dasselbe eben mehr, geben es den ärmeren Menschen. Dann können die sich auch wieder mehr leisten. Dadurch steigt wieder Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß. Und früher oder später kommen wir doch immer wieder zu dem Punkt, wir können das drehen und wenden, wie wir möchten. Wir haben eben ein systemisches Problem. Das ist einfach so. Menschen verhalten sich weitestgehend eigentlich immer gleich. Du gibst ihnen mehr Geld, dann bauen sie sich ein Haus, dann verbrauchen sie mehr Ressourcen. Und das kriegst du natürlich nur eingefangen, wenn tatsächlich irgendwie ein starkes Umdenken stattfinden würde, ne? Und ja, das sehe ich aktuell irgendwie nicht. All das sind natürlich jetzt wieder Extrembeispiele. Also man muss es natürlich jetzt nicht wieder bis zum Äußersten treiben. Ich finde nämlich grundsätzlich die Idee der relativen Preise nicht völlig verkehrt, weil natürlich ein bisschen mehr Gerechtigkeit wäre schon in Ordnung. Also dass manche Dinge für Menschen mit viel Geld im Prinzip relativ gesehen gar nichts mehr kostet, ist auch nicht cool. Also ein bisschen mehr Dinge ans Einkommen koppeln, finde ich nicht verkehrt. Aber wir müssen uns dann auch der Frage widmen, was machen wir mit diesem Geld? Und das müssten wir natürlich dann auch stark irgendwie in Projekte leiten, in Projekte investieren, die dann auch irgendwie was Sinnvolles damit machen. Das sage ich jetzt extra so kryptisch, ohne konkret zu werden, weil das ist am Ende die große Aufgabe. Was sind die Projekte? Was ist die Technik, in die wir investieren wollen, die wirklich ja auch die Situation auf der Erde oder mit dem Klimawandel oder mit Ressourcenverbrauch auch verbessern? Ja, weil wenn wir das einfach nur, wie gesagt, von reich nach arm jetzt umschiften, ey, alles cool, können wir machen, ist dann eine gerechtere Welt. Aber dann heizen wir das Ganze eigentlich ja immer noch weiter an. Und zum Abschluss dieses Videos wäre es natürlich ganz schön, wenn ich noch irgendwie so eine knackige Erkenntnis mitgeben könnte und euch sagen würde, ey, pass mal auf, hier war das, was der Felix Lobrecht da im Video sagt, das ist totaler Quatsch, ihr müsst es so machen. Und ja, leider kann ich das gar nicht, weil ich finde ja die Idee der relativen Preise gar nicht so blöd. In vielen Bereichen wäre es bestimmt ganz gut, die Kosten fürs Leben auch ein bisschen ans Einkommen zu koppeln. Das macht es dann irgendwie auch gerechter, auf jeden Fall. Ich möchte nur eben noch einen weiteren Gedanken hinten dranhängen und sagen, auch damit sind natürlich die Kernprobleme, die wir aktuell haben, nicht behoben. Und ja, ich weiß, für einen Abschluss von einem Video irgendwie gar nicht so befriedigend. Aber so ist das manchmal. Ich mache mir diese Gedanken schon lange, wie wir aus dieser Ressourcenkonsumspirale rauskommen und trotzdem irgendwie ein funktionierendes Wirtschaftssystem haben. Und bisher ja, habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Und deswegen könnt ihr ja einfach mal mit überlegen, was habe ich hier heute hier so gesagt? Seht ihr das ähnlich? Seht ihr das anders? Schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten freut euch auf ein neues Video demnächst, wo ich mir wieder mal irgendwelche Gedanken mache, die sich viele Menschen vielleicht nicht machen. Manchmal sind sie Quatsch, manchmal sind sie clever. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.